Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Kollegin Katrin Kersten sowie meine Kollegen Oliver Eis, Marco Gajotto und ich, Michael Zeiker, heißen Sie zur Aufzeichnung unserer Hot Topics aus unserem Webinar Internal Audit Risiko-Update 2019 recht herzlich willkommen. Wir haben in vielfältigen Gesprächen mit Revisionsleiterinnen und Leitern immer wieder festgestellt, dass es nicht ganz einfach ist, aus der Flut von Informationen die wirklich wichtigen Themen und aktuellen Risikobereiche zu identifizieren. Unser Webinar kann Sie dabei hoffentlich unterstützen. Die in 2019 besprochenen Hot Topics werden wir Ihnen einzeln vorstellen, damit Sie sich genau diejenigen heraussuchen können, die für Sie von größtem Interesse sind. Unsere subjektive Auswahl kann aus unserer Sicht Einfluss auf Ihren Prüfungsplan haben. Wenn nicht im kommenden Jahr, dann vielleicht in einem der späteren Jahre. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. Was sich hinter DAC 6 verbirgt und welche Anforderungen damit an Unternehmen gestellt werden, wird Ihnen nun mein Kollege Björn Fiebrock vorstellen. Björn, bitte. Ja, Michael, ganz lieben Dank und einen allseits guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich, dass Sie zu uns gefunden haben, so früh am Morgen. DAC 6 ist im Grunde genommen ein Ausfluss aus der EU. Sie sehen es in der Überschrift. Die EU hat in der 6. EU-Amtshilferichtlinie sich auf weitere Meldepflichten geeinigt. Diese Meldepflichten betreffen grenzüberschreitende steuerliche Gestaltungen und diese Meldepflichten treffen Intermediäre bzw. den Steuerpflichtigen selber. Jetzt kann man sagen, Sie sehen es hier schon, die Amtshilferichtlinie ist ein Instrument, was sozusagen immer wieder in nationales Recht umgesetzt werden muss. Das heißt, alle europäischen Staaten werden sich und sind auch bereits dabei, nationale Gesetzgebungen zu etablieren. Sie haben, und das auch, das finden wir hier, Zeit, das ab 2020 sozusagen umzusetzen, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt uns vielleicht noch etwas entspannen können. Aber Sie sehen es unten rechts in der dritten Box. Die Meldepflichten werden sozusagen rückwirkend eingeführt, nämlich mit Inkrafttreten in dieser Richtlinie am 25. Juni 2018. Müssen auch steuerliche Gestaltungen in diesem Zeitraum zwischen Juni 18 und Ende Juni 2020 in den Monaten Juli und August 2020 gemeldet werden. Und es drohen ansonsten Bußgelder, da es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, wenn das nicht erfolgt. Das Ganze sehen wir auch in Deutschland schon mit einem, würde ich mal sagen, wachen Auge uns an. Sie sehen hier erste Hinweise auf mögliche Änderungen der Abgabenordnung. Wir finden ersten Entwurf zu den Paragraphen 138d bis f, wo Sie im Grunde genommen einen Teil dieser Richtlinie reflektiert sehen. Der deutsche Gesetzgeber hat sich aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, da glaube ich, weniger Mühe gegeben und hat viele Dinge der Richtlinie einfach eins zu eins übertragen. Was, glaube ich, wichtig ist, dass Sie sehen, die verschiedenen Steuerarten, die hiervon betroffen sind, sind eigentlich die Ertragssteuern, aber die Grundsteuer, Erbschaftssteuer und Kapitalertragssteuer. Ausgenommen sind nur Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern, Zölle und Sozialversicherungsabgaben. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, was ist sozusagen eine grenzüberschreitende Steuergestaltung? Das sehen wir auch auf der nächsten Folie. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Es reicht uns aus steuerlicher Sicht bereits ein irgendwie gearteter Bezug zur Europäischen Union und es kann dann auch ein Drittland betreffen. Ich mache jetzt ein abstruses Beispiel. Sie haben eine Betriebsstätte in Griechenland innerhalb der EU, die aber Geschäfte oder gegebenenfalls eine Gestaltung vornimmt, die die Türkei betrifft, ein Drittstaat. Auch das könnte gegebenenfalls unter die Meldepflicht fallen. Wobei wir uns sehr schwer tun, denn der Begriff der Gestaltung ist nicht klar definiert. Die Richtlinie gibt uns allerdings erste Richtlinienhinweise, sogenannte Hallmarks, also Kennzeichen der steuerlichen Gestaltung, die eine Leitlinie sozusagen vermitteln sollen. Und diese Kennzeichen sind davon zu unterscheiden. Es gibt welche, wo der Hauptvorteil sozusagen in einem Steuervorteil bestehen muss, plus weitere zusätzliche Kennzeichen, dann führt es zu einer Meldepflicht. Und es gibt auch Hallmarks, wo genau dieser Hauptvorteil gar nicht erforderlich ist, dass es ein steuerlicher Vorteil sein muss und eine Meldepflicht trotzdem ausgelöst wird.
spannend ist natürlich, wie der deutsche Gesetzgeber das reflektieren möchte. Wir sehen im Grunde genommen ein mehrstufiges Verfahren, wo wir als Steuerpflichtige und als Intermediäre zukünftig melden müssen. Sie sehen hier im Grunde genommen grafisch einmal abgebildet, es gibt ein zweistufiges Meldeverfahren. Der Intermediär, das wäre beispielsweise der steuerliche Berater, müsste eine Meldung beim Bundeszentralamt für Steuern vornehmen, erhält dafür eine Registrierungsnummer, gibt die weiter an den Nutzer. Das kann der Steuerpflichtige sein, der wiederum eine zweite Meldung auch vornimmt. Denn das deutsche Verfahren sieht zumindest im jetzigen Entwurf ein sogenanntes zweistufiges Verfahren vor, weil die Intermediäre typischerweise zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. In der Gesamtschau führt das dann zu rechtlichen Konsequenzen, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Die Meldungen werden an das Bundeszentralamt für Steuern weitergeleitet unter Zuweisung dieser Registrierungsnummern. Und bei Verstößen können wir mindestens Geldbußen von bis zu 25.000 Euro in Deutschland erwarten. Allerdings, und das möchte ich nur sozusagen zum Schluss nochmal anmerken, sollten Sie das in einem größeren Kontext betrachten, sollte Teil eines Tax Compliance Management Systems sein, denn die Strafen von 25.000 Euro sind pro Verstoß zu betrachten in Deutschland und es gibt Länder, wo diese Verstöße deutlich signifikanter geahndet werden. Polen hat beispielsweise 10 Millionen Zloty, entspricht, meine ich, ca. 4 Millionen Euro. Das ist durchaus schon eine gewisse Relevanz. Insofern ein Risikobereich, der uns in den nächsten Monaten sicherlich intensiv beschäftigen wird. Vielen Dank. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass auch die anderen Hot Topics für Sie von Interesse sind. Diese finden Sie ebenfalls bei LinkedIn und oder Xing. Vielleicht dürfen wir Sie ja aber auch zukünftig bei einer PwC-Veranstaltung begrüßen. So zum Beispiel unsere regelmäßig stattfindenden Roundtables zu aktuellen Themen rund um Governance, Risk and Compliance. PwC Internal Audit Services. Expect more.